to go against me. Ja, hier ist der Matti aus Berlin, YouTube-Username Komet Matti immer noch. Ja, heute zeige ich euch wieder meinen Teil meiner Videospielsammlung. Wieder ein Video über 10 Minuten. Ist ja jetzt neu, finde ich klasse. Muss ich natürlich wieder auf die Uhr achten. Wir haben jetzt also 10 nach 6. Also habe ich jetzt bis 5 vor halb 6 Zeit. Wie gesagt, meine Eieruhr geht ja nur genau 10 Minuten und bimmelt dann. Und da muss ich jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Ich stelle mir mal die Eieruhr hier vorne hin und leg gleich los. So. Jetzt zeige ich euch wieder noch ein paar, ja, was zeige ich euch denn mal? Hier haben wir zum Beispiel was Feines, und zwar was eigentlich? Genau, das ist wieder was Japanisches für die PlayStation 1. Und ja, das sind wieder so Boxen, die man in Japan bekommt mit irgendwelchen Zusatzgeschichten, wo man jetzt im ersten Moment gar nicht so genau weiß, hä, was macht man damit? Aber ja, vielleicht kennen ja wieder meine Zuschauer da wieder was, was man damit machen soll. Aber ist halt schön japanisch. So, dann haben wir hier noch ein Game Gear Spiel. Game Gear kennen ja viele von euch noch. Sozusagen der Game Boy von Sega. Und dann haben wir hier ja, noch ein paar NES Disc Spiele. Da habe ich euch ja auch schon mal welche gezeigt. Jetzt sind die hier in so einer... Warte mal. In so einer, ja genau, das ist eigentlich das, was ich euch schon gezeigt habe, schon mal. Das sind so gesagt Disketten für den NES damals. Ihr kennt vielleicht den Nintendo NES noch, den ersten Nintendo-Gerät, was damals auch in Deutschland erschienen ist. Diese grauen Dinger, da hat man ja immer Brotkasten zugesagt. Und da gibt es auch so ein Laufwerk, wo man dann halt auf Diskette die Spiele spielen konnte. Ist in Deutschland nie rausgekommen. Und ist eben schon was Besonderes. Ich behaupte mal, dass wirklich viele von euch das noch nicht gesehen haben. Und von hinten sehen die so aus. Schöne Sache, was für die Sammlung. So, weiter geht's. Haben wir natürlich hier auch sehr große Videospielboxen. Ich habe euch ja schon erzählt in anderen Videos, dass ich früher davon sehr viel besessen habe. Und hier hinten könnt ihr sehen, was hier zum Beispiel drin ist. Also so eine Rolle. Und so Kleinigkeiten, und das ist halt so wieder so ein Spiel, wo man dann, das heißt Tabi Tachi no Uta Tokimeki Memorial Drama Series Volume 3 Tabi Tachi no Uta. Das Gute ist, während ja meine englische Aussprache nicht so gut ist und die Leute mich immer verbessern, meistens verbessern mich auch Leute, die noch nicht mal ihre eigene Sprache richtig können. Ja, und hier bei Japanisch, glaube ich, werden mich jetzt nicht so viele verbessern, weil sie es nämlich selbst überhaupt nicht können. So, dann haben wir hier, und zwar ein, ja, ein Motorrad gedönst hier. Damit kann man so gesagt spielen. Das ist PlayStation und 1. Und das ist ein Motorradspiel. Und da kann man so richtig vorne so tun, als wenn man auf einem Motorrad sitzt und spielt. Guck gerade hier, ob es hier irgendwelche Bilder gibt. Ihr könnt ja mal hier, kleine Aufgabe für euch, mir das hier alles mal aufs Deutsche übersetzen. Das wäre super. So, wo wir hier gerade mal bei großen Kisten sind, gehe ich jetzt mal darüber und komme mit was ganz Großem zurück. Und zwar hiermit. Was sagt ihr denn nun dazu? Nun werdet ihr sagen, nun ist der völlig bekloppt. Jetzt spielt ihr auch noch Carrera-Bahn. Das ist ein Gameboy-Spiel. Also beziehungsweise da drin befindet sich ein Gameboy-Spiel. Und das ist eine Carrera-Bahn. Und mit der kann man dann spielen mit dem Gameboy-Spiel zusammen. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ja? Ist doch mal wirklich was Hervorragendes. Und auch sehr schwer, muss ich sagen. Sehr, sehr schwer. So, weiter geht der Spaß. Zeigen wir noch hier noch ein PlayStation 1 Spiel mit solchen Figuren, die ja gerade in Japan sehr populär sind. Und das Spiel heißt, ja, japanisch halt, ne? Und noch ein paar Game Gear Spiele, Strider Returns. Dann haben wir hier Donald Duck. Also die Spiele hatten ungefähr Master System Qualität, also einige Spiele, die es auf dem Sega Master System gab, gab es auch auf den Game Gear. Da zeige ich euch die letzten beiden Game Gear Spiele auch noch. Terminator 1 und 2 sind meines Erachtens die besten aus der Serie.
haben mir persönlich am besten gefallen. So, und dann noch ein paar PC-Spiele auch mal. Die kommen ja so ein bisschen knapp bei mir. Da haben wir hier The Spurious Legacy. Das sind noch Amiga CD 32 Spiele. Die kennt vielleicht viele von euch nicht. Das ist auch eigentlich so eine Konsole gewesen. Hat sich auch nie so großartig durchgesetzt in weltweit und auch in Deutschland. Und ja, da konnte man dann schön auch Spiele spielen. Na, hier Amiga CD, da gibt es sehr viel von. Also ich persönlich besitze da noch kein Gerät. Guck mal hier, also das ist ja ein Cover hier, wa? Also ich denke mal, da werdet ihr sicherlich viele Spiele auch gar nicht von kennen. Amiga CD. Also Amiga ist ja für euch sicherlich ein Begriff. Amiga Commodore. Und die haben dann eben auch so eine Konsole rausgebracht. Da hat man dann hier seine CDs gehabt und konnte das dann auf dem Fernseher wunderbar spielen. Ja, und die sehen jetzt so ein bisschen eigentlich aus wie PC-Spiele, rein vom Karton her. Und ja, wenn ihr das mal günstig auf dem Flohmarkt seht, solltet ihr da mal zuschlagen. Da gibt es auch ganz nette Spiele. So, ein paar davon gab es dann auch mal auf PC oder auf anderen Konsolen. Und bla bla, ist uninteressant. Also die Leute, die sich ein bisschen mit Amiga CD 32 auskennen, die werden jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen gerührt sein, so viele Spiele zu sehen von den Amiga. Ein paar werden über meine Sammlung lachen und werden sagen, oh, das bisschen, was du hast. Andere werden vielleicht heulen und sagen, oh, das hätte ich auch gerne. Und viele werden wahrscheinlich sagen, was zeigt der uns da eigentlich? Das interessiert uns überhaupt gar nicht. Aber ihr könnt ja mal googeln oder bei YouTube auch mal gucken, ob ihr da mal ein paar Amiga CD 32 Spiele sehen könnt, damit ihr mal ungefähr eine Vorstellung habt, wie die Grafik damals war. Jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Noch ungefähr 7 Minuten habe ich. Ich muss mich jetzt natürlich erstmal daran gewöhnen, länger als 10 Minuten Zeit zu haben. Heimball zum Beispiel, das gab es ja auch auf Computer. Fire and Ice kann ich mich auch erinnern. Gab es natürlich viele Actionspiele. Also vieles davon kenne ich persönlich überhaupt gar nicht. Jetzt werden wieder einige sagen, oh, jetzt zeigt ihr uns nur die Spiele, die interessieren uns eigentlich gar nicht. Aber jetzt habe ich nur mal die ganzen Amiga-Spiele rausgesucht. Jetzt zeige ich euch noch 6, 7 Spiele davon, dann haben wir die auch durch. Und also ich persönlich kenne davon fast gar keins. Mal gucken, ob ich euch hier mal irgendwo ein bisschen was zur Grafik zeigen kann. Hier zum Beispiel kann man sehr gut hinten ein bisschen was sehen. Damals musste man immer so ein bisschen aufpassen, auch bei den PC-Spielen, dass die Bilder, die man hinten sieht, auch nicht immer unbedingt der tatsächlichen Grafik entsprachen. Das waren dann oft sehr gerenderte Bilder hinten drauf. Und so, jetzt zeige ich euch mal, weil ihr so super seid, das beste YouTube-Publikum aller Zeiten, zeige ich euch jetzt mal so ein Amiga, wie der auch unter anderem aussah. So. So sah das Gerät aus, oder so sieht es ja auch immer noch aus. Ne? Also wie eine Konsole. Und da kamen dann hier oben die CDs rein. Ja, und das habt ihr dann ganz normal am Fernseher angeschlossen. Und ja, und konntet loslegen. Also, wie gesagt, wenn ihr das mal irgendwo auf dem Flohmarkt seht oder bei eBay oder so, könnt ihr euch das ja mal zu Gemüte führen. Viele von euch wissen vielleicht gar nicht, dass es außerhalb von Xbox und PlayStation 3 auch noch andere Geräte mal gab. Neo Geo, 3DO und so weiter und so fort. So, und hier seht ihr dann mal den Joypad von dem Amiga. Natürlich ganz anders designt, als wir das heute gewohnt sind. Aber ja, geht, ne? Vor allen Dingen... Nee, warte mal. Ach so, so hält man den. Jetzt habe ich den auch noch falsch rumgehalten. Man hält den so, nicht so, weil ich habe mich gerade gewundert, wieso der Steuerknopf der hier rechts ist. Also man hält das dann so. Ja, so. Und hier haben wir dann noch das letzte Spiel. Ja, so, jetzt habe ich die Kiste hier leer geräumt.
habe euch eigentlich alles gezeigt, was ich euch zeigen wollte. Habe ich noch irgendwie was, was ich euch noch nicht gezeigt habe? Nö, das war's. Ja, dann bin ich sogar ein bisschen früher fertig geworden. Wenn ich genau sehe, sogar 5 Minuten früher. Das heißt, es ist wieder ein 10-Minuten-Video. Aber wir müssen ja jetzt nicht mit aller Gewalt jetzt hier einen auf 15 Minuten machen. Ja, hier sehe ich gerade, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Ne? Also es hat auch eure Fantasie angeregt, das Lost Planet. Hier so ein kleiner... So ein Mini-Gegner. So, jetzt wollen wir das nicht künstlich strecken. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht, euch Dinge zu zeigen, die mir was bedeuten, mit euch das zu teilen. Ich wünsche euch wieder alles Gute. Euer Matti aus Berlin und bleibt alle gesund. Freund und Feind.